Hallo, einen schönen guten Tag. Ich habe hier ein Silikonbaby, ein Reborn-Baby. Ganz realistisch, ganz toll, richtig schön gemacht, gefällt mir ganz doll gut, weil ich habe nämlich schon ein Reborn-Baby. Das habe ich im letzten Jahr bekommen und das ist ein kleiner Junge und ich freue mich so, dass ich jetzt ein Mädchen habe. Ich habe lieber Mädchen und insofern habe ich mich ganz doll gefreut, als sie mir angeboten wurde. Ich finde die total schön. Ja, sie ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Wenn man so ein Püppchen bestellt und das kommt nach Hause, man hat vorher sowas noch nie gefühlt. Es ist erstmal ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ich tue ihr ja jetzt nicht weh. Ich kneife hier einfach mal rein. Das ist Flüssigsilikon, aus dem sie hergestellt wird. Und ist natürlich, wenn man dann so schlenkert, seht ihr, es ist sehr beweglich und daran muss man sich natürlich erst gewöhnen, da muss man sich mit vertraut machen. Die Hand, die glänzt hier ein bisschen unnatürlich, ja, als wenn sie frisch eingeölt ist. Ja, Babys ölt man ja schließlich nach dem Baden. Sie ist total niedlich. Hat einen Nuckel, einen Sauger mit dabei, den sie aber nicht in den Mund stecken kann. Den kann man ihr nur in die Hand geben und deswegen mache ich den mal wieder zu, dass da jetzt keine Fusseln rankommen. Weiterhin ist ein Fläschchen dabei, aber ihr könnt selbst gleich mal gucken. Der Mund ist so fest zu, da kriegt man das Fläschchen und den Sauger nicht so wirklich rein. Na, das Fläschchen könnte funktionieren, aber der Sauger ist zu weich, um dass man ihn da reinstecken könnte. So, als sie ankam, kann ich auch gleich mal, wenn ich schon mal so dicht dran bin an der Kamera, kann ich gleich mal sagen, da war dieses Auge hier nach oben so gedreht. Das war völlig ja, falsch drin. Und wenn das bei euch auch der Fall sein sollte, wenn ihr euch solch Püppchen bestellt, da könnt ihr ganz beherzt rangehen. Schaut mal, das ist hier einfach bloß so reingesetzt. Ihr könnt da anfassen und das ein bisschen in Position rücken. Dann schielt sie nicht mehr, dann sieht sie richtig toll aus. Das tut ihr nicht weh, das merkt sie nicht. Und schon habt ihr die Augen richtig perfekt. Jetzt sieht sie nämlich richtig süß aus. Ich hätte sie ja viel lieber mit Haaren gehabt. Das schon, denn die Babys, die bei uns in der Familie bisher geboren wurden, die hatten alle Haare auf dem Kopf. Das ist befremdlich, wenn so ein Kahlkopf kommt. Aber es ist, ja, es ist jetzt so, wie es ist. Und sie ist trotzdem süß. Hier oben hat sie herstellungsbedingt so ein, ja, so ein Plätzchen. Ich weiß nicht, ob das so vom Einfüllen, vom Silikon in die Form füllen ist. Und am Kopf diese Naht. Die zieht sich hier bis zum Hals hin. Und ja, an den Beinen kann man das auch sehen. Da ist auch hier so ein Ansatz. Seht ihr jetzt nicht? Ja, sie ist schwer. Ich muss sie immer wieder hochheben. Sie ist eben schwer. So, mal gucken, ob ihr das jetzt so ein bisschen seht, dass hier so eine Naht verläuft. Aber es ist alles soweit ganz sauber gearbeitet. Ich hatte auf den Produktfotos beim Händler eigentlich vermutet, dass hier, da hatte ich es gesehen, dass hier so überschüssige, so Fransen vom Silikon dran gewesen sind. Das fand ich natürlich nicht so toll, schon gar nicht für eine Puppe in dieser Preislage. Und deswegen war es eben in erster Blick, hat sie das wirklich? Nein, hat sie nicht. Sie sieht eigentlich ganz toll aus. Hat kleine süße Füßchen, die, ja, die Zehe kann man jetzt nicht spreizen. Die sind miteinander verbunden, aber sie sind gut angezeichnet. Und wieder kommt sie, oh, sie ist wirklich schwer. Ich weiß gar nicht, so 3 Kilo dürfte sie locker haben. Vielleicht steht sie auch auf der Händlerseite. Ich habe jetzt nämlich keine Möglichkeit. Ich habe zwar eine Babywaage, aber die ist noch im Karton, weil unser Enkelkind, der noch nicht geboren ist. Und darum habe ich das alles noch ein bisschen alles verpackt für den Tag. Aber gut, ich habe sie jetzt hier oben und zeige euch auch gleich die Ohren. Die sind auch ganz süß gemacht, richtig natürlich. Nasenlöcher hat sie. Wie gesagt, der Mund, der hat eine Öffnung. Seht ihr, der hat eine Öffnung, aber für das Fläschchen vielleicht, für den Sauger würde ich denken, der geht da nicht rein. Ich kann es ja mal versuchen. Nee, aber seht mal, der ist so weich, den kriege ich dort nicht reingefummelt. Das wäre verschenkte Zeit. Das lasse ich mal. Ist ja auch egal, sie ist ja auch so ganz niedlich. So, jetzt habe ich ihr Auge wieder ein bisschen verdreht. So, wie gesagt, das kann man richten, das Auge. Das ist nicht weiter schlimm. War meine größte Sorge. Sie hat einen Bauchnabel, der ist total niedlich, der ist richtig angezeigt, richtig wie beim Neugeborenen. Hier hinten kann man öffnen. Da hat sie noch eine Nummer.
Herstellungsnummer. Und ich will euch nur den Bauchnabel zeigen. Schaut mal, wie beim Neugeborenen noch ganz frisch und rosa Farben. Auch die Haut überhaupt insgesamt alles so sehr schön natürlich gemacht, wie man das kennt von den Babys. So rosa. Einfach eine niedliche Puppe. Ich finde die ganz toll. Und Moment. Ich sagte ja, ich habe schon so eine Reborn-Puppe und von der habe ich mal die Mütze geholt. Die hat nämlich auch keine Haare, leider. Und ich will mal die Mütze aufsetzen, weil das Gesicht sieht schon gleich ganz anders aus. Das habe ich bei meiner anderen gemerkt, wenn eine Mütze drauf ist. Wenn man darunter vielleicht Haare vermutet, aber sie hat eine Mütze auf. So, das kann sie dann nachher sowieso alles tragen, weil ich hatte mich auf ein Mädchen gefreut und habe einen Jungen bekommen. Und dann sieht es ein bisschen doof aus, wenn er so. Seht ihr? Das sieht gleich ganz anders aus. Das Gesicht, das erscheint einem gleich ganz anders, wenn man ein Mützchen aufsetzt und dieser wuchtige, kahle Kopf nicht so zu sehen ist. Ich finde es total schön. Gefällt mir richtig gut. Sie kann nachher in unserem Puppenbett schlafen. Da kommt sie rein. Da spielen meine Enkelkinder gerne mit. Und dann hat der kleine Bruder eine kleine Schwester. Ich empfehle sie natürlich gerne weiter. Ich finde die wirklich richtig toll. Die gefällt mir sehr gut, auch wenn der Preis wehtut. Aber das ist eben was Besonderes. Man muss sich das gut überlegen, ob ein Kind dauerhaft mit sowas spielt, ob das Liebe für sowas entwickeln kann. Aber wenn es ein Kind ist, das sehr gerne mit Puppenbabys spielt, dann ist es eine gute, gut angelegte Investition. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss!